hinter einem Maschendraht, der zudem das im Vordergrund liegende Frauendorf allerdings mehr symbolisch vom Männerdorf trennt, liegt das Olympische Dorf. Dorf ist nur die aus der Tradition der Olympischen Spiele moderner Zeitrechnung zu rechtfertigende Bezeichnung für eine Siedlung von 3500 Wohnungseinheiten auf 188.200 Quadratmeter Fläche mitten in der Großstadt. Ohne Zweifel wird sie ihrer für die Spiele gedachten Funktion der kurzen Wege gerecht. Aber was wird hinterher? Die Wucht der Betonzusammenballung ist ein frappanter Gegensatz zur spielerischen Leichtigkeit der Silhouetten und gewölbten Flächen des Olympiaparks und sicherlich nicht nach jedermanns Geschmack. Befremdlich sind auch die Grobschlächtigkeit der Fassaden und die Monotonie immer gleicher Fertigteile und der Mangel an Farben. Städtebaulich kann man aber durchaus von einem interessanten und vielleicht auch gelungenen Experiment sprechen. Der Autoverkehr ist in den Untergrund verbannt und das angehobene Fußwegesystem ist verkehrsfrei und wechselnd im Niveau. Stufen, Treppen, Absätze, Vorsprünge entstehen so und Pflanzgräben für Bäume und anderes Grün. Für die Kinder hat man viel getan. Kleinere und komplexere Spielplätze in jeder Richtung, neuartige Kletterkugeln und Seilgerüste, Brunnen und ein Bachlauf beleben das Bild. Farbige Rohre mit Lichtband, lustige Wegweiser zum Zentrum und zum Teil mit Kaltluftdüsen für heiße Tage ausgerüstet, geben den Fußgängerstraßen eine wohltuende optische Begrenzung in der Höhe. In der Straßberger Straße 18 wohnt die Olympiamannschaft des Tschad, die sich hier sehr wohl fühlt. Das ist Ahmed Senoussi, 26 Jahre alt, Sportlehrer in Fourlamy. Er hat schon an den Olympischen Spielen in Mexiko teilgenommen. Er springt 2,14 Meter hoch. Erreichte aber infolge einer Verletzung in München nicht die Qualifikation. Salih Al-Ajaba, 22 Jahre, Student in Saar, das früher Fouras-Chambeau hieß, tschadischer Meister in 200 Metern mit 21,5 und 10,4 bei 100 Meter, schied im Zwischenlauf aus.
Aman Hassan Nureddin, 29 Jahre, Doktorand der Sportmedizin in Paris, zweimaliger afrikanischer Boxmeister im Mittelgewicht, hatte das Pech, in seinem ersten Kampf auf den späteren Olympiasieger zu treffen und verlor durch technischen K.O. Auch er war in Mexiko schon dabei.